Ahoi ihr Lieben, vor genau einem Jahr haben wir euch den günstigen Hauk Beta Plus vorgestellt. Das ist natürlich ein super Zeitpunkt, um ein Resümee zu ziehen. Wie hat sich denn der Stuhl so im letzten Jahr bewährt? Im letzten Jahr musste der Beta Plus einiges einstecken, doch bevor wir dazu kommen, möchte ich auch mal auf ein paar Punkte eingehen, die wir in unserem letzten Video besprochen haben. Findet ihr hier oben. Das ist jetzt nur noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Der Vorteil vom Hauk Beta Plus ist wirklich, dass er im Vergleich zu anderen Stühlen dieser Machart extrem preiswert ist. Wir sprechen hier von einem Preis unter der Hälfte und er bringt schon wahnsinnig viel Zubehör mit. So habt ihr zum Beispiel so einen praktischen Bouncer, das seht ihr auch im alten Video. Er bringt verschiedene Tische mit und er ist enorm anpassungsfähig. Also ihr könnt den laut Hauk von 0 bis 99 Jahren nutzen. Er ist auf jeden Fall mitwachsen, sodass eure Kinder ihn während der gesamten Zeit nutzen können. Ansonsten, was mir auch immer gut gefallen hat, ist, dass er schadstofffrei ist, dass er besonders früh nutzbar ist, eben durch diesen praktischen Bouncer, dass zertifiziertes Holz verwendet wurde, dass er ausgesprochen kippsicher ist. Ja, das sind so grob zusammengefasst die Stärken dieses Stuhls. So, jetzt aber zu der entscheidenden Frage. Nach einem Jahr Nutzung des Hauk Beta Plus, was stellen wir fest, wie gut hat er sich denn bewährt letzten Endes? Und da muss ich sagen, ich würde den Stuhl so nicht nochmal kaufen. Es tut mir leid an alle, die sich den gekauft haben aufgrund unserer Empfehlung. Nach einem Jahr Dauereinsatz muss ich allerdings feststellen, dass es einige Punkte gibt, wo der Stuhl nicht gut sich präsentieren kann. Und das Hauptproblem ist, dass das Material einfach nicht wasserbeständig ist. Soll jetzt nicht heißen, dass wir den Stuhl regelmäßig intensiv gewaschen haben mit Hochdruckreinigern oder in der Waschmaschine. Nein, höchstens mal mit den nassen Lappen die Oberfläche so gut gereinigt, wie es eben sein muss, damit das Ganze auch halbwegs hygienisch bleibt. Aber wirklich nie das Wasser groß drauf stehen lassen oder ähnliches. Also wirklich normale Nutzung. Und trotzdem ist das Holz an vielen Stellen, vor allen Dingen hier auf dieser Drittstufe, das kann ich bloß im Video gar nicht so gut zeigen, überall gesplittert, hat die Oberfläche aufgesprengt. Möchte allerdings an der Stelle dazu sagen, Hauk hat uns neue dazu gesendet als Ersatz. Allerdings ist in diesem Ersatz, den wir bekommen haben, hier oben einiges gesplittert. Und zwar ganz ordentlich, deswegen werden wir noch einen Ersatz für diesen Ersatz benötigen. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, zum einen, dass dieser Stuhl schwer zu reinigen ist. Es gibt viele Ecken und Kanten, wo sich der Dreck richtig gut festsetzen kann. Vor allen Dingen eben in dieser Umrandung hier im Tablett. Und genau da wäre es sinnvoll, wenn man dieses Tablett eben im Geschirrspüler reinigen könnte, wie man es bei einigen anderen Herstellern eben schon kann. Ansonsten, die Sitzfläche in diesem Polster lässt sich im Geschirrspüler reinigen. Allerdings ist das Prozedere, diese da abzubauen, relativ umständlich, weswegen wir persönlich das nicht sehr oft genutzt haben, diese Möglichkeit. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir diesen Stuhl hier erst seit einem Jahr besitzen und wirklich intensiv erst höchstens seit einem Dreivierteljahr nutzen, ja, dann stelle ich mir natürlich die Frage, was soll das? So ein Stuhl wandert mit, und zwar bei vielen Familien bis zu 10 Jahre, teilweise sogar länger. Und das werdet ihr mit dem Hauk Beta Plus definitiv nicht schaffen. Im Fazit muss ich feststellen, für mich persönlich fährt der Hauk Beta Plus durch, eben weil er sich auflöst. Ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr einen preiswerten Hochsitz, dann kauft euch den Antilop, oder wollt ihr es hochwertig, wollt ihr aus Holz und das Ganze über viele Jahre nutzen können, dann kauft euch den bekannten Stoke Trip Trap. Den Link dazu findet ihr unterhalb des Videos. Und wenn ihr es euch ganz besonders bequem machen wollt, dann kauft euch von Stoke den neuen Klick. Da könnt ihr nämlich dieses Tablett hier vorne in den Geschirrspüler legen und dann ist es jedes Mal hygienisch sauber. Kennt ihr auch so Produkte, von denen ihr am Anfang richtig begeistert wart und die dann immer und immer schlechter wurden? Schreibt das mal unten in die Kommentare runter. Ansonsten habe ich euch hier noch unsere Abo-Glocke hingelegt und dort oben das alte Video zum Hauk Beta Plus, sprich das mit unseren Erfahrungen kurz nach dem Kauf. Ahoi!